Wie funktioniert das Gesetz der Anziehung? Das Universum sollte auf deine Weise antworten. Du kannst dein Schicksal bestimmen, das ist, was Menschsein bedeutet. Wenn du die Begrenzungen deines logischen Verstandes transzendierst, ist das, was dort ist, hier und das, was hier ist, dort. Meine Frage ist also, wenn jemand etwas aussendet, okay, du willst, dass dein Leben auf eine bestimmte Weise verläuft, du sendest positive Signale aus, was toll ist, aber... An wen? An das Universum. An das Universum. In welche Richtung? Nach oben oder unten? Das ist meine Frage. Wie funktioniert das Gesetz der Anziehung? Funktioniert es wirklich? Das Gesetz der Anziehung ist etwas, das zwischen zwei Gegensätzen geschieht. Ja. Ob zwei Magnete oder zwei Gegensätze, männlich und weiblich oder wie auch immer, das Gesetz der Anziehung gilt immer zwischen Gegensätzen, nicht wahr? Vom Nordpol zum Südpol, von diesem zu jenem, so funktioniert es. Genau. Jetzt sprichst du vom Universum. Bedeutet das nun, dass du ein Alien gegenüber diesem Universum bist? Teil des Universums? Wenn es Teil des Universums ist, wovon sollte man sich dann angezogen fühlen? Nun, warum sagt man dann, dass man sein eigenes Schicksal gestalten kann? Das kannst du. Du kannst dein Schicksal selbst bestimmen, das solltest du. Das ist, was Menschsein bedeutet. Stimmt. Schau, wenn du hierher gekommen wärst, wie jedes andere Lebewesen auf diesem Planeten, sie haben zwanghafte Zyklen. Sie leben danach, es ist okay für sie, weil das alles ist, wozu sie fähig sind. Eigentlich, wenn du dein Leben betrachtest, tust du nichts, was sich sehr von dem unterscheidet, was die anderen Lebewesen tun. Sie werden geboren, du wirst geboren, sie werden erwachsen, du wirst erwachsen, sie vermehren sich, du vermehrst dich, sie sterben, du stirbst. Nicht viel anders, aber diese gleichen, einfachen Dinge, wir können sie bewusst durchführen. Das ist das Bedeutsame daran, ein Mensch zu sein. In dem Moment, in dem du es ausführst, sagen wir, du führst deine Hand bewusst. Jetzt wird diese Hand das tun, was du willst, nicht wahr? Du wirst nicht einfach hier sitzen und so machen. Jetzt wird diese Hand tun, was du willst. Angenommen, du leitest deine Gedanken bewusst. Jetzt werden deine Gedanken tun, was du willst. Wenn deine Gedanken das tun würden, was du willst, wie würdest du dich selbst halten, glückselig oder elend? Glückselig. Glückselig. Wenn du glückselig bist, würdest du dich auf die Suche nach Glück machen? Diese Dinge, die die Leute für das Größte in ihrem Leben halten, friedlich zu sein, freudig, Unsinn, würden dir also nichts bedeuten, weil du glückselig bist. Aber das kann man ihnen nicht sagen, sie würden sich beleidigt fühlen. Du musst... Man muss mit Melodien spielen. Aber im Grunde genommen, wenn deine Gedanken und Emotionen Anweisungen von dir annehmen würden, würdest du dich auf der höchsten Ebene der Annehmlichkeit halten. Was auch immer das ist, nicht wahr? Stimmt. Ja. Wenn das passieren würde, würde dein gesamter Lebensprozess zu einer Leichtigkeit finden, einer totalen Leichtigkeit. Im Moment ist das so, weil du bist ein lauernder Tiger. Immer musst du dir etwas holen. Es gibt nichts zu holen. Wenn du hier sitzt, ist dein Leben vollständig. Jetzt ist es entspannt, total entspannt. Wenn es sich in dieser Art von Leichtigkeit befindet, wird es wahrnehmungsfähig. Nun, nur einen Beruf auszuüben, Geld zu verdienen oder sogar freudvoll zu sein oder liebevoll zu sein oder sich zu verlieben, nichts bedeutet dir etwas. Denn indem du nur hier sitzt, widerfährt dir die höchste Ebene der Annehmlichkeit. Was würdest du also mit diesem Leben tun? Ganz natürlich würdest du etwas erkunden, das sich im Moment nicht in deiner Wahrnehmung befindet. So beginnt der spirituelle Prozess. So nimmst du dein Leben in die Hand. Nun hast du dir etwas gewünscht, es ist passiert. Ich möchte, dass du Folgendes weißt. Für die meisten Menschen wird mindestens 50% von dem, was sie sich wünschen, wahr. Es ist nur, dass sie sich auf ein paar Dinge, die nicht passiert sind, fokussieren. Um fair zu sein, in einer einigermaßen gut geordneten Gesellschaft wird 90% dessen, was sie sich wünschen, passieren. Es sind die 10%, über die sie sich beschweren. Ja. Hallo? Nicht wahr? 90% deines Lebens geschieht so, wie du es willst. Über die 10% beklagst du dich. Du genießt nie die 90%, weil diese 10% nicht so geschehen sind, wie du es willst. Bereits jetzt hast du also zu einem großen Teil dein Schicksal selbst in der Hand. Ein bisschen läuft daneben, aber das bisschen kann dich stören. Sagen wir, du musst 100 Kilometer fahren. 90 Kilometer bist du richtig gefahren, wo du hin willst. Bei Kilometer 91 hattest du einen Unfall.
immer noch nicht gut, nicht wahr? Deswegen beschweren sie sich also. Ich sage nicht, dass sie sich ohne Grund beschweren, weil bei Kilometer 90 ging alles gut, nur kurz vor dem Ziel brach etwas zusammen. Sie leiden also immer noch darunter. Nun, jetzt ist das so, weil Situationen ereignen sich um uns herum. Nicht alle Situationen werden jemals ablaufen, wie wir es uns wünschen, denn die Situation ist nicht nur ich. Bei Situationen sind so viele Menschen beteiligt, so viele Kräfte involviert. Nicht alle müssen auf meine Weise geschehen. Aber wenn ich auf meine Weise geschehe, bin ich glückselig, okay? Egal, ob der Golfball geradeaus fliegt oder in die Berge, ich bin immer noch glückselig. Solange du Golf spielst. Even if I'm not playing. Sogar wenn ich nicht spiele. In Ordnung. Also, wenn wir jetzt darauf eingehen, solange die Dinge auf deine Weise geschehen und du auf deinem eigenen Weg bist und du glückselig bist. Nein. Ich sage nicht, solange die Dinge auf deine Weise laufen, wirst du glückselig sein. Wenn du glückselig bist, spielt es keine Rolle, auf welche Weise es geschieht. Wie auch immer es geschieht, du bist glückselig. Richtig. Schau, das ist im Grunde so. Die Welt hat die Kutsche vor das Pferd gespannt. Sag du mir, ist es einfacher, sich um sich selbst zu kümmern, oder ist es einfacher, sich um all diese Menschen zu kümmern? Ich meine, es ist schwieriger, sich um sich selbst zu kümmern, weißt du? Oh, du kannst dich um diese Menschen kümmern? Versuche es. Warum ich das sage, ist, weil die Menschen nicht erkennen, dass sie sich um sich selbst kümmern müssen und da draußen sind, um sich um die Gesellschaft und Gemeinschaften zu kümmern und versuchen, andere zu ändern. Nein, in diesem Moment sitzt du hier. Ist es einfacher, dich um dich selbst zu kümmern oder dich um all diese Menschen zu kümmern? Dich selbst. Das musst du zuerst tun, oder? Was ist einfach und leicht? Wenn du dich um dich selbst kümmerst, lass uns sehen, inwieweit wir diese Menschen zur Mitarbeit bewegen können. Wenn du nun sagst, dass du nach Glück strebst, dann bedeutet das, du willst, dass sie alle so funktionieren, wie du es willst. Wenn wir jetzt sagen, wenn das passiert, werde ich glücklich sein, wenn das passiert, werde ich glücklich sein, was das bedeutet ist, die Welt sollte funktionieren, das Universum sollte antworten, wie du es willst. Das ist nicht, was ich sage, nein. Daran glaube ich nicht, denn das bedeutet zu versuchen, alles an Bedingungen zu knüpfen. Du weißt schon, das ist, wie es nach mir funktionieren sollte. Was ich sagen wollte, war, dass, okay, zum Beispiel ein sehr grundlegendes Beispiel, jemand möchte Schauspieler werden oder jemand möchte Cricketspieler werden und damit nehme mich ein sehr grundlegendes Beispiel, was man im Leben machen möchte und man... Sagen wir, es ist nicht passiert. Es ist nicht passiert, bedeutet was? Die Leute mochten dein Schauspiel nicht oder die Auswähler mochten dein Cricket nicht. Etwas ist passiert. Was du willst, ist also nicht passiert. Kannst du dennoch glückselig hier sitzen? Das ist die Frage. Nicht viele Menschen können das. Deswegen sage ich das. Was du zu tun versuchst, wenn du sagst, jeder sollte mögen, was ich tue, in gewisser Weise musst du die Kontrolle ihrer Gedanken übernehmen. Das ist, was du tust. Auf gewisse Weise, durch deine Filme oder was auch immer, in gewisser Weise übernimmst du die Kontrolle über ihre Gedanken und tust, was sie anspricht, und deshalb funktioniert es, nicht wahr? Sonst wird es nicht funktionieren. Richtig. Was ist also einfacher, dich um das zu kümmern oder dich um sie zu kümmern? Das. Um mich. Wenn du dich um das hier kümmerst, strebst du jetzt nicht nach deinem Glück. Du bist nicht wegen irgendetwas angespannt. Es gibt kein, du weißt schon, kein Schwert hängt über deinem Kopf. Du wirst alles in vollen Zügen tun, bis zum Äußersten, weil es dir egal ist, was passiert. Was auch immer geschieht, es wird dir dennoch gut gehen, so viel weißt du. Jetzt wirst du natürlicherweise alles wunderbar gut machen, weil es absolut keine Bedenken gibt, weil du kein Eigeninteresse mehr bist. Du wirst tun, was nötig ist, ohne jede Mühe. Was also jemand für einen großen Zirkus und eine Leistung hält, wirst du freudig tun, spielerisch. Genau, richtig. Nun, du hast soeben die Tatsache komplett negiert, dass es kein Gesetz der Anziehung gibt. Es gibt nichts dergleichen. Das gibt es, ich bin sicher. Viele Menschen fühlen sich von dir angezogen. Nicht dieses Gesetz der Anziehung. Von das Universum gibt einem, was man will. Aber wie auch immer. Nein. Wo ist das Universum, frage ich. Genau, wir sind ein Teil des Universums. Als Adiyogi von den sieben Weisen gefragt wurde, die heute als die Saptarishis bekannt sind, sie fragten, wo beginnt das Universum? Wo endet es? Wie groß ist es? Was ist es? Er lachte und sagte, ich kann euren gesamten Kosmos in ein Senfkorn packen. Das ist eine sehr effiziente Verpackung, nicht wahr? Sehr. Weil das, was du für Zeit und Raum hältst,
aufgrund der Natur deines Verstandes besteht. Was dort ist, wenn du die Begrenzungen deines eigenen logischen Verstandes transzendierst. Was dort ist, ist hier, was hier ist, ist dort. Was damals war, ist jetzt, was jetzt ist, ist damals. Alles, Zeit und Raum werden in deiner Wahrnehmung vermischt. Ja. Wenn also das geschieht, wirst du nicht mehr mit dem Universum sprechen. Diejenigen, die nicht mit ihren Nachbarn sprechen können, sprechen mit dem Universum.